Am Montag hielten Umweltschutzorganisationen und Grüne im Dornbirner Martinspark eine Pressekonferenz zur derzeitigen Diskussion über Verkehrslösungen im unteren Rheintal ab. Bisher angestrebte Lösungsvorschläge wie eine riedquerende Variante scheinen in eine Sackgasse zu führen. Dieser Planungsprozess, fürchte ich, steckt tatsächlich in einer Sackgasse, weil man sich wieder auf Lösungen beschränkt hat, am Ende eines langen Prozesses mit vielen Vorschlägen, sich jetzt auf Lösungen beschränken möchte, die ein großes Problem für die Natur sind und die rechtlich sehr schwer umsetzbar sein werden. Andere, schneller umsetzbare Modelle als eine Riedtrasse zur Entlastung Lustenaus existieren. Wir haben das Modell angeschaut, das sagt, alleine eine Querung bei Mäder mit einer Routenbindung könnte den Lkw-Verkehr um 500 Lkw täglich entlasten in Lustenau. Das heißt, es ist vielleicht nicht die theoretisch beste, aber eine gute Lösung, die man verfolgen sollte, die man optimieren sollte und damit den Leuten relativ schnell auch eine Lösung bringen kann.